Hallo, so schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, jetzt eine wunderschöne Meditation mit dir zu teilen, die dich in deiner Schwangerschaft bestärkt, die die Verbindung zu dem Baby in deinem Bauch stärkt und die dir Vertrauen schenkt für all das, was vor dir liegt. Mein Name ist Laura Marlina Seiler. Ich bin Podcasterin von dem Podcast Happy, Holy and Confident. Ich bin Nummer 1 Spiegel-Bestseller-Autorin der Bücher Schön, dass es dich gibt und Zurück zu mir. Und meine Vision ist es, dass ich gerne Menschen darin unterstützen möchte, ihren eigenen spirituellen Weg zu gehen, in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen und ja, sich einfach ein richtig schönes, erfülltes Leben zu erschaffen. Und ich freue mich so sehr, heute hier mit Lili Du zusammen dir diese Meditation zu ermöglichen. Und ich bin selber Mama von 2 ganz wundervollen Kindern. Ich bin vor 6 Monaten Mama geworden von meiner Tochter Zoe und mein Sohn Carlo ist mittlerweile schon 3 Jahre alt. Und ich weiß also genau, wie du dich gerade fühlst. Ich kenne diese Gedanken und alles, was in einem los ist während der Schwangerschaft. Und freue mich, wenn dich ja, diese Meditation darin bestärkt und dir einfach richtig gut tut, in deiner Kraft zu sein. Also, für die Meditation finde gerne einen bequemen Sitz. Du kannst natürlich auch unglaublich gerne liegen. Schau einfach, dass du ja, dass du es bequem hast. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn du sitzt, leg gerne deine Handflächen so nach oben auf deine Knie ab. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne ein Mudra benutzen. Du kannst zum Beispiel deinen Zeigefinger unter deinen Daumen legen. Du kannst aber auch, wenn du möchtest, während der Meditation deine Hände auf deinen Bauch legen oder wie so eine Schale in deinen Schoß. Das ist wirklich komplett dir überlassen. Mach das, was sich gut anfühlt, ganz egal, wie es ausschaut. Und wenn du deinen Sitz gefunden hast oder deine Position gefunden hast für diese Meditation, dann roll nochmal deine Schultern nach oben zu den Ohren. Und dann roll sie zurück. Erlaube deinem Brustkorb, dass er sich nach vorne öffnen kann, deiner Wirbelsäule sich aufzurichten. Und von hier schließe deine Augen und atme erst einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und du kannst so richtig seufzen beim Ausatmen. Atme noch einmal tief durch die Nase in deinen Bauch zu deinem Baby ein, versorge euch mit Sauerstoff. Atme aus. Und lass hier alles gehen, alles los. Noch einmal tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund aus. Und von hier erlaube dir jetzt, deinen Weg in deine innere Welt zu finden. Nimm dich wahr für einen Moment hier in dir. Spüre deinen Körper. Und begrüße dich selbst mit einem ganz liebevollen Lächeln. Und stell dir vor, wie du so einen kleinen Check-in machst in dir selbst. Wie du einfach guckst, wie es dir gerade geht, wie du dich fühlst. Und schenke dir hier ein ganz liebevolles Lächeln. Und von hier bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag wahrnehmen. Und dann finde etwas, wofür du in diesem Moment dankbar sein kannst. Vielleicht die Dankbarkeit für diese Schwangerschaft. Vielleicht Dankbarkeit für deinen Körper. Oder dankbar für etwas Schönes, was dir heute passiert ist. Nimm dir hier einen Moment, dein Herz zu öffnen und in die Dankbarkeit zu gehen. Und stell dir vor, wie diese Dankbarkeit, wie so Sonnenstrahlen, wie warme Sonnenstrahlen jetzt aus deinem Herzen
in deinen gesamten Körper strahlen. Und mit dieser Energie der Dankbarkeit, der Verbindung zu dir selbst, begrüße hier auch dein wundervolles Baby in deinem Bauch. Nimm dir einen Moment, Kontakt aufzunehmen, reinzufühlen, wahrzunehmen. Und auch zu deinem Baby zu sagen, schön, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Ich liebe dich. Und dann spüre hier in deinen gesamten Körper hinein und nimm dir ein Moment der tiefen Dankbarkeit und Verbindung zu dem Wunder, das dein Körper hier gerade vollbringt. Diese unendliche Intelligenz deines Körpers, die ein Leben in dir erschafft und wachsen lässt. Stell dir vor, wie du zu deinem Körper einfach sagst, danke, 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 ich liebe dich. Und von hier, geh wieder in dein Herz zurück und spüre hier einmal hinein, ob es vielleicht etwas gibt, worüber du dir gerade Sorgen machst im Hinblick auf deine Schwangerschaft oder vielleicht im Hinblick auf die Geburt oder alles, was danach kommt. Vielleicht die Frage darüber, wie es weitergeht, wenn es dein erstes Kind ist, wie es wird für dich, Mama zu sein. Wenn es dein zweites oder drittes oder viertes Kind ist, vielleicht der Gedanke, wie du alles hinbekommst, wie du das alles schaffen wirst. Und erlaube dir hier für einen Moment auch in Verbindung zu gehen mit diesen Sorgen, sie da sein zu lassen. Und dann stell dir aber vor, wie du die nächsten Monate deiner Schwangerschaft vor deinem inneren Auge sehen kannst und wie alles richtig gut läuft, wie dieses wundervolle Baby in dir wächst und immer stärker und immer gesünder wird, wie du es dir gut gehen lässt während dieser Schwangerschaft, wie du gut auf dich achtest, wie du dich gesund ernährst und in deiner Kraft bleibst. Sieh die nächsten Monate wie ein Film vor deinem inneren Auge ablaufen. Und wie du siehst, alles ist gut, alles wird gut sein. Und dann stell dir vor, wie du den Tag deiner Geburt siehst. Wie auch die Geburt genau so verlaufen wird, wie sie verlaufen soll. Wie alles gut sein wird. Wie der Körper und die Natur genau weiß, was zu tun ist. Und wie du dann dein Baby in deinen Armen halten wirst. Dieses kleine, wundervolle Wesen auf deiner Brust liegt, dich ansieht, ihr euch das erste Mal sehen könnt. Und wie du diese magische Verbindung spürst, die jede Mutter zu ihrem Kind hat. Und wie du weißt, alles ist gut. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und dann stell dir vor, wie du das erste Jahr siehst mit deinem kleinen Baby zusammen. Und wie dieser wundervolle Mensch so schöne Momente in dein Leben bringt. Und wie du für alles eine Lösung findest, für jede Herausforderung, die sich vielleicht zeigt. Und wie du weißt, alles ist gut. Ich bin eine wundervolle Mama und ich schaffe das alles. Ich darf mir Hilfe holen, wenn ich Hilfe brauche.
Ich lasse mich unterstützen und ich achte gut auf mich. Und lasse jetzt dieses Vertrauen von den Bildern, die du gerade gesehen hast, von deiner Zukunft, von dieser angenehmen Schwangerschaft, von der Geburt, von dem ersten Moment mit deinem Baby, von der ersten Zeit mit deinem Baby, wie alles gut ist, wie du weißt, du wirst alles meistern. Lass dieses Vertrauen hier in dich hineinfließen und entspanne dort hinein. Entspanne in deinen Körper, entspanne in diese Schwangerschaft. Und manchmal ist es so, dass unser Kopf uns irgendwie versuchen will zu sagen, dass wir etwas kontrollieren sollen oder dass es etwas gibt, wovor wir uns in Acht nehmen müssen oder worüber wir uns Sorgen machen sollten. Und die Wahrheit ist, dein Körper, die Natur, weiß ganz genau, was sie dort tut. Alles ist genau richtig, so wie es ist. Du darfst einfach du sein, diese Schwangerschaft genießen, gut für dich sorgen und für das Baby in deinem Bauch. Und so, umso entspannter du bist, desto entspannter ist auch dein Baby, desto gesünder ist dein Körper. Und deswegen erlaube dir, diese Energie von dieser positiven Zukunft hier in deine Zellen fließen zu lassen. Und dieses angenehme Vertrauen sich in dir ausbreiten lassen. Wie du dort hinein entspannen kannst, immer mehr und immer mehr. Und weißt, alles ist gut. Alles ist gut. Und dann leg hier nochmal die Hände auf deinen Bauch, verbinde dich hier mit deinem Baby. Und vielleicht gibt es etwas, was du deinem Baby gerade sagen möchtest. Dann nimm dir hier diesen Moment. Und dann spüre hier auch nochmal in deinen gesamten Körper hinein, was du gerade brauchst. Was würde dir heute gut tun? Wie kannst du heute gut für dich sorgen? Und dann tue heute genau das. Lass es dir gut gehen. Und du kannst so stolz auf dich sein. Jede Schwangerschaft ist so unglaublich und einzigartig. Und du machst das so, so wunderbar. Und dann bring deine Aufmerksamkeit nochmal zu deinem Atem. Atme tief durch die Nase ein und hole dir hier frische, neue Lebensenergie über deinen Atem in deinen Körper. Und mit dem Ausatmen durch den Mund lass alles los, was du jetzt nicht mehr bei dir tragen möchtest. Atme noch einmal tief ein, hol dir unglaublich schöne, klare, frische Lebensenergie in deinen Körper über deinen Atem. Atme durch den Mund aus. Und noch einmal tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund aus. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam deine Augen. Komm zurück ins Hier und Jetzt. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne weitere Schwangerschaft. Achte auf dich. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um dich auszuruhen, aber auch um dich zu bewegen. Lass es dir gut gehen und entspanne deinen Geist. Denn umso entspannter du bist, desto mehr du im Vertrauen bist, umso besser geht es auch deinem Baby. Und es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen möchtest oder müsstest,
alles ist gut. Vertraue deinem Körper, vertraue der Natur und genieße diese wunderschöne Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Deine Laura.